so viel Stress und viele Dinge zu tun im Giant Sleeper System oder auf der Giant Sleeper. Wir müssen da nochmal hin, denn da gibt es noch ein paar Sachen zu tun. Und damit wir kommen zurück zu Deep Sky Derelict. Cooles Spiel, macht eine ganze Menge Spaß. Mit meiner Zamba-Katzentruppe. Ich gehe jetzt mal oben lang. Oh, was ist, gibt's denn hier? Irgendein Shit. Trümmer entfernen, die sind blockieren, das fordert 129 Energie. Zerstört der Flugzeug. Zack. Überall Trümmer. Na gut, dann lasse ich das, glaube ich, erstmal. Kostet ganz schön viel Energie. Esther. Hallo! Ich versuche eine Botschaft an eine Freundin zu übermitteln. Ihr Name ist Ichab. Könntest du das für mich erledigen? Ich hatte ziemliches Pech. Ich habe auf dem Weg hierher eine Magengrippe bekommen. Das Erbrechen bei niedriger Schwerkraft ist wesentlich gefährlicher als alle Monster, die ich bislang auf diesem Wrack getroffen habe. Ich muss wirklich bald nach Hause. Was soll ich ihr sagen? Und warum eine so ineffiziente Kommunikationsform? Ich übermitte ihr bereits eine Nachricht von irgendeinem Kriegunternehmen. Das sind schlechte Nachrichten. Es ist von Elicom. Sie haben Ichab gefeuert. Ich weiß es, denn ich habe immer noch Freunde dort. Bitte gib ihr meine Nachricht. Sie ist auf diesem Datenpad. Sag ihr, sie ist von Esther. Keine Sorge, ich stelle die Nachricht zu. Cool, was das für geile kleine Geschichten sind. Da geht's gar nicht weiter. Na, großartig. Ich denke mal hier hin. Ist auch gar nichts. Ach, da oben hin. Und da geht's auf jeden Fall noch weiter. Schauen. Ordentlich Scheiße. Passiert nämlich auf Strahlung. Oh fuck, sieht das übel aus. Schild und Gesundheit können nicht wiederhergestellt werden. Ach du Scheiße! Geladener verbesserter Kreischner Krafthandschuh. Todeswächter. Habt ihr was zum Handeln, feindliche Dame? Ich gehe dann einfach mal. Hopp, hopp. Sind die wieder? Säuberer, verunreinigt erkannt, Fahrer mit Säuberung. Okay, jetzt sind wir wieder gekämpft. Sicherer Schuss. Zusätzliche Distanzangriff spielen. Was spielt der Granate?
Das tut ganz schön weh. Vakuumschuss. Ach du dicke Scheiße, Universalflug. Das wird schwierig. Bohrender Angriff, breiten Angriff. Schockwelle. Kritisch. Hat die aber einen Scheißdreck interessiert. Alter, die machen 20 Schildschaden. Das ist gar nicht gut. Schilde nicht klein. Fuck, ich muss den Reinigungsbuff machen. Ein kritisch, das reicht aber nicht. War seine Schilde aufgeladen. Das war klar. Ich hatte auch gemacht. Doof sind die denn doch nicht. Er ist nicht betäubt, scheiße. Er kann nicht angreifen. Selbstauflader. Oh, jetzt ist er betäubt, sehr gut. Halten haben gefunden gar nichts. Doppelschuss. Sechs Schaden, das ist ja gar nichts, ey. Oh, fuck. Hoffen wir, dass das mit dem Universalflug was wird. Oh, fuck. Legt seine Schild immer wieder auf. Komm nicht durch die Schilde, die sind einfach zu krass. Die Schläge sind gut. Natürlich muss die Schläge mehr machen. Nahkampfangriffe. Nachladen. Und zwei neue Karten bekommen. Das ist nicht gut. Jetzt machen die Schüsseln mich auch Schaden. Das habe ich die ganze Zeit gar nicht bedacht.
Gegen die Schilde muss natürlich die Nahkampfangriffe machen. Pulsgranate. Doppelschlag. Schaden gemacht. Selbstheilung, na toll. 15, ja natürlich. Ah, die Buffs entfernt, sehr gut. Buffs entfernt, meine ich. Granate, Ziel markieren. Bei einem Einschlag und der ist erledigt. Er lässt es. Das ist das Einzige, was ich gerade spielen kann. Doppelschlag. Oh, zwei Lebenspunkte hat er noch. Mach ihn kalt. Jawohl. Schwerer Nahkampf. 16 Schaden, wenn das hier weniger als 75% Gesundheit hat. Sehr gut, wir gehen mal wieder zurück. Holy moly, jetzt wird es eigentlich langsam ein bisschen kriminell. Material zum Recyceln, die Waffe. Gute Nahkampfangriffe eigentlich. Und 70%. So, cool. Können wir mal kurz in den Inventar gucken. Sie hat die Schrotflinte. Sie bräuchte echt mal eine bessere Schrotflinte. Schwerer Nahkampf. Ist jetzt alles für Nahkampf. Das heißt... Vielleicht? Ne, kann es auch nicht tragen. Doch gar keine Schild-Upgrades. Kann es auch nicht tragen. Ich behalte die Waffe. Eigentlich ist die besser. 9 Schaden, obwohl. Packen die rein. Passt schon. Dann werde ich ganz kurz die Sachen verkaufen. Mal schnell ins Aufleveln können wir. Wir sind ja Level 5 geworden. Ziel markieren, verleiht dem Ziel 30%, 65% ausweichen für 3 Runden. Brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ausweichen, her damit. 25% ausweichen. Heimlicher Schlag. Wenn nicht unsichtbar. Notfallmantel zeigt 2 Runden lang unsichtbar, wenn bei einer einzelnen Angriff 25 genommen wird. Spezialisierung könnte ich noch wählen. Was lasse ich bei ihm noch? Heimlichen Schlag, einfach eine neue Karte noch hinzubekommen, das ist gar nicht so schlecht. Kurz vor Level Up.
Er hat auch Level Up, Inspiration, er hat 31% Energetisierung, kritisch eine Kartenchance und 100%. Mit 2 Einwürfigkeit, nächster Rang. Initiative plus 2. Mehr Schaden, einfach nur Ablenkung. Anführer halt spotten. Puh, wir können ja mal Spezialisierung wählen. Abriss. Chemiker ist eher so. Das Auslöscher. Oh, das ist ja geil. Brandstiftergranate, Sprengstoff benötigt. Das ist tatsächlich so ein Bombentyp. Funktionär Sabotage. Opportunist. Jeder Angriff, das funktioniert, bietet eine Chance von 20% einfach schüttern. Gar nicht so schlecht. Energiekanal, wenn er für seine Karte abliegt, hat er 10 Energie und 5 Schaden. Okay. Rottermeister. Oh, das könnte ich mal machen. Wachturmgeschütz. Bestimmt ein Wachturmgeschütz mit 10 Gesundheit. Das ist ja cool. Harte Panzerung, bis man alle hat, in eine Rüstung. Einsatzalter. Roboterkontrolle. Terrorbot. Robotermeister klingt schon mal ganz cool. Hauptfähigkeit Technik. Plündern, Waffen, Heilung. Schnelleinsatz, 119. Oder ein Terrorbot mit 20 Gesundheit, 30 Schild und. Okay. Psycho. Hauptfähigkeit mental. Mentaler Ansturm. Eigentlich müsste ich das nehmen, aber er ist doch kein Psycho, der Shepard. Gedankendiebstahl. Wenn ein Mental-Status-Effekt auf einem Feind wirkt, besteht eine Chance, eine neue Karte für den Psycho, okay. Einheit verbündete Chance, um mentalen Effekten zu widerstehen. Wenn alleine einen folgenden Effekt verwirren. Fähigkeitenblockade. Dankenfeld. Hohner Untergang. 100% Chance auf kritische Angriffe. Chance von 1000% auf Wiederbewertung. Okay. Panzerbrechende Munition. Eine Buffkarte zu ziehen. Elementarattacke. Schildexperte. Kann Schilde verteilen. Stratege. Mental. Illusion. So tatsächlich sich vor die eigenen Leute stellen. Bastler. Ich glaube, Stratege ist ganz cool oder Psycho. Aber Robotermeister klingt mit am besten, deswegen werde ich das mal nehmen. Robotermeister klingt echt gut. 2 Punkte habe ich erprobt. Talkarte. Wachgeschützturm, den nehmen wir mit.
15 Gesundheit, verbessertes Team, Beschwörende Einheit und 3% Chance, Ablenkung. Gruppenbeispiel voran. 15% mehr Schaden. Nehmen wir auch mit. Das heißt, wir können jetzt ein Geschütz überpacken. Ich habe 992, dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und dann geht's in der nächsten Runde weiter. Danke fürs Zusehen. Tschüss.